Linken. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 9a und 9b. Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales zu zwei Anträgen der Fraktion Die Linke mit den Titeln Renteneinheit herstellen, Ostrenten umgehend an das Westniveau angleichen sowie DDR-Renten bewilligen, ostdeutsche Lebensleistungen anerkennen und Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Ostdeutsche Arbeitnehmer würdigen, Vorlösung mit Einmalzahlungen. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Dazu höre ich keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Ich öffne die Aussprache. Die erste Rednerin ist für die SPD-Fraktion Daniela Kolbe. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass wir heute erneut über das Thema Ostrenten sprechen, denn das ist einfach ein sehr wichtiges Thema und ich finde es gut, dass wir auch jetzt wieder eine ganze Stunde Zeit haben. Ich gebe aber auch zu, ich hätte bessere Anträge besser gefunden, also mit der Qualität der Anträge bin ich nicht ganz so zufrieden. Letzte Woche habe ich an dieser Stelle mich ausführlich zum Thema Rentenangleichung hier eingelassen und ich bleibe dabei, der Linken-Antrag erweckt leider den Eindruck, als wäre hier nichts passiert. Das ist nicht der Fall. Die Bundesregierung hat gehandelt. Die Rentenangleichung wird stattfinden. Sicher, früher wäre besser gewesen, als wir das jetzt beschlossen haben. Und Ihr Vorschlag zum Thema Hochwertung, der ist und der bleibt absurd. Aber ich will auch sagen, natürlich ist und bleibt das Thema Rentenangleichung ein sehr wichtiges Thema. Gerade letzte Woche hat mich eine Bürgerin darauf angesprochen. Es ging eigentlich um was anderes und dann musste sie es doch loswerden. Ihre persönliche Geschichte, Erwerbsbiografie erst im Osten, dann eine lange Zeit in Westdeutschland, wo sie mehr Geld für die gleiche Arbeit bekam. Und dann ist sie in Rente gegangen und sie ist zurückgegangen zu ihren Kindern nach Ostdeutschland. Und was ist dann passiert? Sie bekam den Brief der Rentenversicherung, der ihre Rente angepasst hat und sie hat eine niedrigere Rente dann bekommen. Das hat sie wie einen Schlag getroffen. Nicht so sehr wegen des Geldes, sondern wegen der Frage Anerkennung von Lebensleistung. Ich will aber mich auf das Thema Rentengruppen konzentrieren, die von der Rentenüberleitung benachteiligt worden sind. Und ich muss auch zugeben, dass ich mich auch wieder ein bisschen über den Antrag der Linken ärgere. Weil mir das Thema so wichtig ist und weil ich da wirklich was erreichen will, auch für die Gruppen. Und deswegen, weil ich glaube, was hier im Kern zu erreichen ist, ist ein gesellschaftlicher Konsens, eine Befriedung. Ich habe hier das schon das ein oder andere Mal ausgeführt. Und ich denke, dass eine abschließende, befriedende Lösung auch in greifbarer Nähe ist. Und ich muss aber sagen, wenn ich auf Ihren Antrag gucke, dann sind viele, sehr viele betroffenen Gruppen schon weiter als die Linke. Nämlich ganz viele Gruppen, die Reichsbanner, die DDR-geschiedenen Frauen, die Bergleute aus der Braunkohleveredelung, die Chemiker und Physiker, die Postler, bildenden Künstler, Leistungssportler und die Krankenschwestern sind bereit, über eine abschließende Lösung außerhalb des Rentenrechts zu reden. Und das muss ich sagen, dem zolle ich riesengroßen Respekt, weil diese Menschen sagen, wir rücken ab von unserer großen Forderung, im Rentenrecht Recht zu bekommen und wollen eine Befriedung, wir wollen eine abschließende Fondslösung, eine Anerkennung, eine Entschädigung außerhalb des Rentenrechts. Großen Respekt für diesen Schritt. Aber die Linken, die fordern weiterhin eine Änderung des AHÜG. Wir haben doch nicht mal was vorgelegt. Doch mal was vor. Naja, wir reden gerade über Ihren Antrag. Ich sage gleich was zur Bundesregierung. Ja, ich lese Ihren. Ich lese, ja, aber ja, Sie sagen aber nicht, legen Sie mal was vor, sondern Sie sagen, legen Sie mal vor, wie man es im AAÜG ändern kann. Das steht da nicht drin. Das wäre nämlich mein Wunsch an die Linke. Meine Wünsche sind ja nicht unerfüllbar. Was ich mir von der Linken wünsche, ist nicht solche Forderungen zu stellen, löst es im Rentenrecht, sondern anzuerkennen, dass die Betroffenen selbst sagen, wir wollen es abschließend klären, wir anerkennen, dass es nicht geht, rentenrechtlich die Lösung zu machen, ohne neue Ungerechtigkeiten aufzumachen. Deswegen gehen wir auf den Weg, außerhalb des Rentenrechts eine politische Lösung zu gehen.
Wenn selbst die betroffenen Gruppen das hinbekommen, dann wird es doch auch für die Linke möglich sein, diesen Schritt mitzugehen. Das ist mein Wunsch, den ich habe, weil es geht mir wirklich hier um einen breiten parlamentarischen, gesellschaftlichen Konsens. Und das ist mein Wunsch an die Linke. Es gibt 17 betroffenen Gruppen, Sie haben jetzt 4 aufgezählt. Ich habe mehr als 4 aufgezählt, das kannst du dann im Lass uns doch mal drüber reden. Ihr bleibt da euren alten Positionen und glaubt, damit würdet ihr die Welt erklären. Macht ihr aber gerade nicht. Ihr erklärt nämlich gerade nicht, wie ihr das im Rentenrecht hinbekommen wollt. Ohne Widersprüchlichkeiten zwischen ostdeutschen Gruppen. Ohne die Frage, wird das wirklich gerecht regelbar sein? Ohne die Frage, Ungerechtigkeiten zwischen Ost- und Westdeutschland. Ohne die Frage, wer soll das eigentlich bezahlen? Und wie kriegt man die westdeutschen Kolleginnen und Kollegen, wenn es dann drauf ankommt, selbst der Linken dazu zustimmen? Die Fragen klärt ihr alle nicht. Und alles, was ihr merkt, dass ich da emotional werde, weil ich finde, ihr seid so auf dem Holzweg. Und es wäre einfach gut, hier eine gesellschaftliche und eine parlamentarische Gesamtheit hinzubekommen. Seit vielen Jahren sagen wir, wir wollen eine Fondslösung. Und ich freue mich, dass es bei den Gruppenbewegungen gibt und ich wünsche sie mir auch bei der Linken. Im Kern geht es bei der Angleichung bei den Rentengruppen, bei der Angleichung Ost-West, aber vor allen Dingen um eins, um die Anerkennung von Lebensleistungen. Und da, so viel man meckern kann über die GroKo, haben wir einiges auf den Weg gebracht, die Angleichung. Wir kriegen das mit den Rentengruppen hin, da bin ich sicher. Und lieber Koalitionspartner, eine echte Grundrente außerhalb der Grundsicherung, das werden wir doch wohl auch noch hinbekommen. Das wäre jedenfalls was, womit wir wieder Respekt auch innerhalb der Bevölkerung hinbekommen und uns erarbeiten könnten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Daniela Kolbe. Nächste Rednerin Ulrike Schielke-Ziesing für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Bürger. Vor rund 3 Wochen haben wir schon einmal in erster Lesung über dieses Thema hier im Plenum gesprochen. Die Fraktion der Linken hat einen weiteren Antrag zu ihrem ersten Antrag dazugestellt, den wir zwar interessant finden, aber dem wir in dieser Form nicht zustimmen können. An sich ist es eine Schande, dass Sie wieder so ein wichtiges Thema für Ihren Wahlkampf missbrauchen. In der Überschrift klingen Sie doch kämpferisch und wollen die DDR-Renten bewilligen und die ostdeutschen Lebensleistungen anerkennen. Toll, würde sich jeder Bürger denken. Schauen wir dann aber auf die konkreten Forderungen, dann heißt es lediglich, für das Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz seien bis zum 3. Oktober 2020 geeignete Regelungen vorzulegen, die alle in der DDR erworbenen Rentenansprüche gerecht anerkennen. Ja, was heißt das denn genau? Im ersten Teil haben Sie den Ist-Zustand ja korrekt beschrieben und dann besteht Ihre Forderung aus diesem einen Satz. Das ist uns zu wenig. Die Bundesregierung schafft es ja noch nicht einmal, den Härtefallfonds aufzusetzen, den sie im Koalitionsvertrag festgelegt hat. Wie soll sie denn bei ihrer unspezifischen Forderung tätig werden? Wir helfen Ihnen jedoch gerne, damit den Menschen in Ostdeutschland auch wirklich geholfen werden kann. Daher stellen wir hier einen eigenen Antrag. Bei der in den 90er Jahren erfolgten Rentenüberleitung von Ost- in Westrenten ist es zu Ungerechtigkeiten gekommen. Im DDR-Rentensystem gab es unzählige spezifische Regelungen für verschiedene Berufsgruppen, die nur teilweise von Ost- in Westrente übergeleitet wurden. Dies führte zu Härtefällen und wird von vielen Betroffenen als ungerecht empfunden. Nun ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit, fast 30 Jahre nach der Wende für einzelne Berufsgruppen rückwirkend eine Anpassung der Rentenüberleitung vorzunehmen. Hier aber nichts zu machen und zu hoffen, dass sich diese Probleme durch Zeitablauf regeln, das kann es auch nicht sein. Wir wollen mit unserem Antrag einen anderen Weg gehen. Wir wollen über Einmalzahlungen, deren Höhe sich aus der Dauer der Betriebszugehörigkeit ergibt, diese Ansprüche abfinden. Wir schlagen hier 400 Euro je Jahr der Betriebszugehörigkeit vor. Das wäre dann beispielsweise bei einem Reichsbahner bei einer Betriebszugehörigkeit von 20 Jahren 8.000 Euro einmalige Abfindung. Diese Abfindungen sollen steuer- und beitragsfrei gestellt werden. Wir plädieren für eine Fondslösung außerhalb des Sozialgesetzbuches 6 und legen auch fest, dass der Fonds vom Bund und den neuen Bundesländern aus Steuern finanziert werden muss. Das bedeutet, dass die ostdeutschen Länder gemeinsam mit dem Bund aktiv an einer praktikablen Lösung arbeiten und damit den ehemaligen ostdeutschen Arbeitnehmern auch ihre Würde zurückgeben können. Wir Ostdeutschen wollen nicht einfach nur zuschauen, dass jemand unsere Situation verbessert. Nein, wir wollen unsere Situation auch aktiv mitgestalten.
Weiterhin wollen wir Verbesserungen für ehemalige DDR-Flüchtlinge erreichen. Wir wollen denjenigen, die seinerzeit einen Feststellungsbescheid nach dem Fremdrentenrecht erhalten haben, diese Rentenberechnung auch zubilligen. Im Interesse eines gesellschaftsübergreifenden Rechtsfriedens ist 30 Jahre nach der Wende auch eine Lösung für diese ehemaligen DDR-Flüchtlinge geboten. Vielleicht kann die Bundesregierung diesmal das einhalten, was sie einmal versprochen hat. Dem stehen übrigens auch keine rechtlichen Hindernisse entgegen. Die Bundesregierung muss hier nur handeln. Verehrte Bürger und Zuhörer, die Wiedervereinigung begann vor rund 30 Jahren und ist bis heute nicht vollkommen abgeschlossen. Wir haben uns von einer Diktatur befreit und mussten feststellen, dass alles, was die Menschen in Ostdeutschland geleistet haben, auf einmal wertlos war. Wir mussten uns an ein neues System anpassen und hatten wenige Möglichkeiten, es mitzugestalten. Die erste Erfahrung vieler Ostdeutscher mit Einigkeit und Recht und Freiheit war leider die Arbeitslosigkeit. Das Ergebnis sehen wir heute in Form von niedrigen Renten für viele der heutigen ostdeutschen Rentner. Die fehlende Überleitung von Rentenanwartschaften aus DDR-Sonderversorgungssystemen kam dann noch hinzu. Hier wollen wir mit unserem Antrag einen Ausgleich schaffen. Das Umsetzungsdatum für unseren Antrag ist kein Zufall. Am 3. Oktober 2020 begehen wir 30 Jahre deutsche Einheit. Wir meinen, dass dies ein sehr gutes Datum ist, um diese lange währende Ungerechtigkeit bei der Rentenanpassung ein für alle Mal zu beenden und damit in diesem Punkt die Wende auch zu vollenden. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Schielke-Ziesing. Bevor ich Frau Schimke aufrufe, möchte ich Ihnen das Ergebnis der namentlichen Abstimmung bekannt geben. Also, es war die namentliche Abstimmung zum Antrag von Bündnis 90 Die Grünen, allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 130 auf Bundesautobahnen einführen, Drucksachen 19-9948 und 14000. Abgegebene Stimmkarten 631, mit Ja haben gestimmt 498, mit Nein haben gestimmt 126 Kolleginnen und Kollegen. Enthaltungen gab es von 7. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. So, und jetzt bitte schön, nächste Rednerin Jana Schimke für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Vorschläge, über die wir heute hier wieder diskutieren, die Besonderheiten des DDR-Rentenrechts durch nachträgliche Veränderungen im heutigen Rentenrecht zu überwinden, zu verändern, werden ja immer mit denselben Argumenten bedient. Man würde im Osten weniger verdienen, es sei alles furchtbar ungerecht. Ja, wir hätten ganz schlimme Zustände in den neuen Bundesländern. Und das ist das, was mich immer wieder aufregt. Und ich hätte eine Bitte. Ich habe eine Bitte an die Kollegen, insbesondere von den Linken, die auch solche Vorschläge immer wieder hier anbringen. Machen Sie doch den Osten nicht immer so schlecht. Ja, wir sind im 30. Jahr der deutschen Einheit. Wir sind im 30. Jahr des Mauerfalls und es hat sich wirklich eine Menge getan, aber keiner redet darüber. Und das möchte ich heute mal tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was können wir denn sagen? Was haben wir denn zu bieten? Was haben wir denn anzubieten? Das kann ich Ihnen sagen. In 2018 sind die Löhne in den neuen Bundesländern erneut stärker gestiegen als im Westen. Die Lohnlücke zwischen Ost und West, auf die Sie sich immer wieder berufen, die Sie hier immer wieder anbringen, sinkt auch kontinuierlich von 2017 noch 19% auf jetzt 16%. Ich finde das schon bemerkenswert, dass solche Zahlen erreicht werden. So, und dann auch die unredliche Debatte. Immer wieder in der Tarifpolitik gäbe es unglaubliche Unterschiede, das ist alles furchtbar ungerecht. Wie sieht es denn aus in der Tarifpolitik? Die Tarifsteigerungen in den neuen Bundesländern waren mit 3,3% in diesem Jahr höher als im Westen, da waren es nämlich nur 3%. Und auch die Angleichung der Tariflöhne schreitet voran. Wir haben eine Vielzahl von Branchen, die heute bereits angeglichen sind. Da gibt es einen einheitlichen Mindestlohn. Das
Mindestlohn in Ost und West in diesen Branchen. Dazu gehört zum Beispiel der Bau, dazu gehören die Gerüstbauer, dazu gehört auch die Aus- und Weiterbildung und viele andere Bereiche. Da haben wir bereits die Lohn- und Tarifeinheit in Ost und in West. So, und meine Damen und Herren, was gibt es sonst noch zu sagen? Die Gesetze, und das möchte ich, diese falsche Aussage, die immer wieder getätigt wird, mit der würde ich auch gerne aufräumen. Die gesetzliche Rente, das, was Menschen in Ostdeutschland an gesetzlicher Rente bekommen, ist im Schnitt höher als in den alten Bundesländern. Das muss an dieser Stelle auch mal gesagt werden. Die Durchschnittsrente aus der gesetzlichen Rente liegt mit 1.100 Euro höher als in Westdeutschland. Da bezieht man im Schnitt 1.067 Euro gesetzliche Rente. Frauen in den neuen Bundesländern bekommen im Schnitt 918 Euro, im Westen 628. Woran liegt das? Weil wir eine ganz andere Erwerbsgeschichte haben, weil Frau die Menschen Kollegin, in den neuen Bundesländern lange und mehr gearbeitet haben. Frau, und das zeichnet sich aus. Nein, ich möchte bitte meine... Ja, dann sagen Sie nein. Also, Entschuldigung, gut. Ja, möchte bitte meine Ausführungen fortführen. Und was an dieser Stelle auch mal gesagt werden muss, für 1.000 verdiente Euro im Monat bekommt man in den ostdeutschen Bundesländern eine höhere Rente als in den westdeutschen Bundesländern. Das muss an dieser Stelle auch mal gesagt werden. Das ist Ausdruck der gesamtdeutschen Solidarleistung, die hier seit vielen Jahren stattfindet. Aber was ist die Ursache, warum wir dennoch über Unterschiede reden? Und das räume ich ja durchaus ein. Die Unterschiede liegen darin, weil wir eben eine andere Vorsorgestruktur haben im Osten als im Westen. Wir haben im Osten weniger betriebliche Altersvorsorge. Die Menschen haben nicht so viel private Vorsorge, und das führt natürlich unterm Strich dazu, dass hinten raus dann im Gesamten dann dennoch weniger rauskommt. So, und was ist die Lösung? Was braucht man? Was muss man vorschlagen? Das kann ich Ihnen sagen. Eine Reihe haben wir schon gemacht. Wir haben mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz eine ganze Reihe getan, um in der zweiten Säule für Verbesserungen zu sorgen. Wir wollen was in der dritten Säule machen. Wir wollen die private Vorsorge weiter stärken. Das ist unser Ziel. Wir machen auch die Förderung von Eigentumsbildung. Das Baukindergeld ist eine ganz wichtige Maßnahme, um auch Vorsorge im Bereich der Eigentumsbildung zu schaffen. Wir haben Anreize gesetzt, um länger zu arbeiten. Und meine Damen und Herren, last but not least, wir sorgen dafür, dass es unserer Wirtschaft weiterhin gut geht. Denn das ist die überhaupt grundlegende Voraussetzung, dass wir in Deutschland ein funktionierendes soziales Sicherungsnetz haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Jana Schimke. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Johannes Vogel. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Herausforderung, über die wir heute reden, nämlich die durchaus Schwierigkeiten und auch Härten im Rentenüberleitungsprozess nach 1990, die waren nicht einfach. Aber man muss zur politischen Ehrlichkeit auch dazu sagen, und das ist etwas, was wir in der ersten Lesung von Ihnen ganz anders gehört haben, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, was wir auch in der Ausschussberatung und in jeder Beratung über dieses Thema immer anders hören. Die Ursachen für diese Herausforderungen, Härten und Probleme, die lagen nicht nach 1990, sondern die lagen vor 1990, nämlich im völligen wirtschaftlichen Zusammenbruch der DDR und der Vernichtung des Altersvorsorgesystems unserer Bürgerinnen und Bürger, die eine Zeit in der DDR, ehemaligen DDR gelebt haben. So, und dass das gelungen ist, überhaupt diese große Aufgabe einer Zusammenführung von zwei Sozialsystemen zu schaffen, das war eine gemeinsame Leistung der Menschen in Ost und West, bei besonderer Leistung der Menschen in Ostdeutschland. Und wie ist das gelungen? Zum einen, indem man die Ansprüche in der Rentenversicherung der Bürgerinnen und Bürger im östlichen Teil unseres Landes höher gewertet hat als in Westdeutschland. Und zum anderen, indem man mit Blick auf die reale wirtschaftliche Entwicklung, die Lohnentwicklung, den Rentenwert, der nämlich dann die Festschreibung der Rentenhöhe jedes Jahr bemisst, indem man ihn niedriger gewichtet hat. Und was wir jetzt machen, und das halte ich für richtig, auf Entscheidung der Großen Koalition der letzten Legislaturperiode, einer der wenigen Punkte, wo man Ihre Rentenpolitik mal loben kann, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist, dass das angeglichen wird. Und das ist eine ganze Erwachsenengeneration nach der Wiedervereinigung natürlich richtig, weil es endlich einheitliche Verhältnisse in unserem Land schafft. Aber was Sie vorschlagen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, ist nicht eine Angleichung, sondern Sie schlagen vor, dass nur das eine angeglichen wird. Wenn man eine Waage aber nur auf der einen Seite verändert, dann schafft man keine Gleichbehandlung, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, sondern es schlicht eines, nämlich unfair. Und deshalb ist das, was Sie vorschlagen, auch falsch. Das, was Sie konkret wollen,
ist, dass künftig zwar der Rentenwert gleich ist, aber dass die Rentenansprüche, die ein gut verdienender Ingenieur in Dresden erlangt, weniger wert sind als von einer Krankenpflegerin in Duisburg. Sie überwinden keine Spaltung, sie schaffen neue Spaltung, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, und das ist die falsche Politik. Und worum es hier geht, das kann man, glaube ich, nicht nur an der Unausgegorenheit dieses Antrags erkennen, sondern das kann man auch daraus erkennen, dass Sie diesen Antrag letzte Sitzungswoche eingebracht haben, ihn jetzt durchgepeitscht haben ohne Anhörung, was Sie sonst für jeden Ihrer Anträge wollen, ihn heute vorlegen, komischerweise auch Ihre Wahlkampf-Evergreens noch in den Antrag reingepackt haben, gesetzlicher Mindestlohn in irgendwelchen Höhen, absurdes Verbot der Zeitarbeit, all das lässt einen Eindruck, glaube ich, hier jeden Kollegen und jede Kollegin in jeder anderen Fraktion deutlich werden, es geht um eines, um Landtagswahlkampf in Thüringen, und die Menschen in unserem Land, auch gerade in Thüringen, haben eine seriösere Rentenpolitik verdient als das, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken. Richtig ist, dass wir dafür sorgen müssen, dass das Lohngefälle in unserem Land überwunden wird. Das gibt es aber doch längst nicht mehr nur zwischen Ost und West, sondern das gibt es auch zwischen Frankfurt am Main und der Eifel, genauso wie zwischen Jena und der Uckermark. Und da müssten wir ansetzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel durch Freiheitszonen, wie wir Freie Demokraten das vorschreiben. Weil in Ostdeutschland haben wir doch längst tolle Regionen, wo es wirtschaftlich großartig läuft, Leipzig, Jena, Ilmenau. Wir sollten dafür sorgen, dass auch in den ländlichen Regionen in Ostdeutschland besser läuft. Um diese Politik sollten wir uns kümmern. Ihr Antrag leistet da leider keinen Beitrag. Vielen Dank. Vielen Dank, Johannes Vogel. Nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Matthias Höhn. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, da ist ja eine ganze Menge schon gesagt worden und darauf will ich dann gerne mal reagieren. Ich fange mal an mit dem Punkt Wahlkampf, ist ja jetzt von mehreren erklärt worden. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie noch nicht so lange im Bundestag sind, bin ich ja auch nicht, kann man das ja nachlesen, dann werden Sie finden, dass meine Fraktion seit nun mittlerweile fast 30 Jahren regelmäßig immer wieder Anträge zu diesem Thema stellt. Und es ist uns herzlich egal. Es ist uns herzlich egal, ob gerade Wahlkampf ist oder nicht. Und Sie wissen sehr genau, wie viel wir dazu vorgelegt haben und wie viel Sie dazu vorgelegt haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da komme ich zu dem Redebeitrag von Frau Kolbe. Liebe Kollegin, Sie haben die Qualität der Anträge bemängelt. Ich will mal zu Beginn bemängeln, dass wir nach über 25 Jahren immer noch hier darüber reden müssen, dass es Ungerechtigkeiten bei der Rentenüberleitung gibt, liebe Kollegin Kolbe. Und wenn Ihnen der Antrag zu kurz war, nicht detailliert genug, liebe Kollegin Kolbe, also beim Kollegen Birkwald auf dem Tisch liegen die ganzen Konzepte und Broschüren, wir können sie Ihnen alle gerne noch mal zuschicken, Sie kennen das alles. Was ich erwarte, liebe Kollegin Kolbe, ist hier weniger sozusagen warme Worte von diesem Pult seitens der Koalition, sondern dass Sie endlich mal zur Sache kommen und etwas entscheiden. Und Sie haben die betroffenen Gruppen ja hier alle aufgezählt, die geschiedenen Frauen, die Ingenieure, die Leute in der Bergbauveredelung und so weiter und so fort. Und jetzt komme ich zu Ihrem nächsten Argument. Und da muss ich Ihnen sagen, das finde ich schon zynisch, dass Sie sich hier hinstellen im Jahr 2019 und darauf abheben, dass ein Teil dieser Gruppen jetzt nach so vielen Jahren bereit ist, eine Lösung außerhalb des Rentenrechts in Betracht zu ziehen, und werfen uns vor, dass wir diesen Schritt noch nicht gegangen sind. Liebe Kollegin Kolbe, nach fast 30 Jahren sind die Leute vielleicht auch müde und sagen, gut, dann nehmen wir eben eine andere Lösung, aber wir wollen eine Lösung. Sie haben bis heute überhaupt noch keine vorgelegt, Frau Kolbe, das ist das Problem. Und das Einzige, was wir von Ihnen kennen, das kennen wir aus dem Koalitionsvertrag, das ist der Härtefallfonds. Nun gut. Also was da konkret bei rauskommt, wissen wir bis heute nicht. Sie haben heute dazu auch wieder nichts gesagt. Das, was im Koalitionsvertrag dazu steht, und das ist das Einzige, worauf ich mich beziehen kann, ist komplett unzureichend. Sie beziehen sich dort sozusagen auch nur auf einen Teil der Betroffenen, nämlich die, die in der Grundsicherung sind und in der Grundsicherungsnähe. Nur, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir über die Überleitung von DDR-Renten reden,
reden wir nicht über Almosen, sondern wir reden über Gerechtigkeit. Und deswegen ist das keine adäquate Lösung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Matthias Höhn. Nächster Redner für Bündnis 90 Die Grünen, Markus Kurt. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Höhn, das mögen ja viele subjektiv so empfinden und wahrnehmen von den verschiedenen Gruppen in der DDR, die in einem sogenannten Zusatzversorgungssystem waren. Rechtsansprüche in dem Sinne, wie Sie suggerieren, bestehen gleichwohl nicht. Und das liegt an der Art und Weise, wie eben die Vereinigung vollzogen worden ist. Es war eben, und das bedauern wir sehr, wir wollten eine neue Verfassung, es war eben ein Beitritt. Es war ein Beitritt, das heißt, die DDR hat aufgehört zu existieren und mit ihr sämtliche rentenrechtlichen und anderen Gesetze eben auch. So. Das heißt aber natürlich nicht, das will ich auch mal klarstellen, damit das niemand in den falschen Hals kriegt, dass wir bei bestimmten Gruppen innerhalb dieser Zusatzversorgungssysteme trotzdem eine politische Entscheidung treffen können und auch sollten, wo es besondere Härten gibt. Und meine Fraktion halt ebenfalls, zum Beispiel im Fall der Balletttänzerinnen, bei den besonders schlimm betroffenen Arbeitern in der Braunkohleveredelung und auch bei anderen Gruppen, Krankenschwestern, den in der DDR geschiedenen Frauen, hat für all diese Gruppen, wo begründbare, politisch begründbare Ansprüche sind, haben wir auch Anträge gestellt. Das nur mal zur systematischen Klarstellung, weil Sie immer wieder den Eindruck zu erwecken versuchen, es seien Menschen betrogen worden oder, wie Sie selber in Ihrem Antrag schreiben, gedemütigt worden. Das ist definitiv falsch. Herr Kurt, und erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Frau Lütz? Ja, aber gerne, bitteschön. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Frage zulassen oder die Bemerkung. Also wenn ich mich recht entsinne, war ja der Artikel nach Beitritt, Beitritt nach Artikel 23 so rum, etwas, was viele scharf kritisiert haben. Und zwar genau aus den Gründen, die Sie gerade beschrieben haben, dass dadurch eben für viele Menschen nicht die Rechte gewährleistet wurden. Helfen Sie mir doch mal auf die Sprünge, wenn ich mich recht entsinne, waren zumindest auch große Teile Ihrer politischen Formation, zumindest die damals im Gebiet der DDR, dafür, dass eben kein Beitritt erfolgt. Es gab ja die Demonstrationen, kein Anschluss unter dieser Nummer, sondern dass nach Artikel 146 der gerechtere Weg einer Zusammenführung gefolgt. Und darum frage ich Sie, warum verteidigen Sie jetzt den Beitritt nach Artikel 23, wenn es doch eine viel bessere und gerechtere Lösung gegeben hätte? Ich glaube, Frau Lütz, da ist ein gewisses Missverständnis insofern, als dass ich den Beitritt nach Artikel 23 nicht verteidigt habe, sondern nur erklärt habe, dass es sich so vollzogen hat, mit eben diesen weitreichenden Folgen, dass dadurch das DDR-Rentenrecht quasi ausradiert worden ist, wie viele andere rechtliche Vorschriften im Übrigen auch. Meine Partei, da erinnere ich mich noch ganz genau, die damals westdeutschen Grünen haben sich, bitte Frau Lütsch, meine Partei, die damals westdeutschen Grünen, haben sich für eine neue Verfassung, neue Verfassung, ich glaube es ist Artikel 146, Frau Präsidentin, also Grundgesetz, 146 stimmt, dafür entschieden. Und auch Bündnis 90, der andere Teil unserer Partei, mit dem wir ja zusammengewachsen sind, wollte eine neue Verfassung. Und der Beitritt nach Artikel 23 hat ja auch gerade Bündnis 90, die ostdeutschen Bündnis 90 Grünen, quasi untergepflügt. Ja, die ganze Bürgerrechtsbewegung ist ja gar nicht wirklich zum Zuge gekommen mit ihren Anliegen, weil eben auf den Montagsdemos plötzlich im Frühjahr der Slogan laut wurde, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Da kann ich mich auch noch ganz genau dran erinnern. Ich habe damals nämlich in Berlin gewohnt und mich in Ost wie in West auch bewegt und den ganzen Prozess habe ich aus nächster Nähe erfahren. Ich habe auch bei vielen dafür geworben, dass man sich Zeit lässt mit dem Ganzen, dass man die Wirtschafts- und Währungsunion nicht übers Knie bricht, nicht eins zu eins. Und auch die Treuhand habe ich von Anfang an absolut kritisch gesehen. Es hätte natürlich vieles anderes besser laufen können. Mir jetzt kommen jetzt wir wieder wichtig, zur Rente ich zurück. Ich komme wieder zur Rente. Ja. Mir war es nur wichtig zu erklären, die historische Wahrheit noch mal gerade zu ziehen. Und wo wir einmal bei der Vergangenheit sind.
Herr Kollege Vogel hat ja ganz zu Recht den ökonomischen Ausgangspunkt nochmal benannt. Und da möchte ich zitieren, Christa Luft, das ist die letzte Wirtschaftsministerin der SED-geführten Regierung Modrow gewesen. Die hat letztes Jahr ein sehr interessantes Interview gegeben und hat gesagt, dass die Überzentralisierung elend war. Sie spricht von Umweltsünden, Ersatzteilproblemen, nicht funktionierender Materialfluss. Sie sagt, dann kam 72 diese elendigliche Enteignung der restlichen kleinen und mittelständischen privaten Unternehmen. Das hat viel Produktivität, Flexibilität und Motivation gekostet. So gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die dazu führten, dass die Produktivität immer weiter abfiel. Zitat Ende. Das hat Christa Luft gesagt. Und damit wird auch klar, dass wir es mit einem langgreifenden Strukturwandelprozess zu tun haben, so wie in Pirmasens, so wie im Saarland, wie im Ruhrgebiet, in Bremerhaven. Und das erklärt die Lohnungleichheit. Und sie war zu Anfang so krass, dass die Höherwertung durchaus berechtigt war. Aber jetzt sind wir 30 Jahre weiter. Innerhalb der früheren DDR, innerhalb der Länder, ist eine sehr differenzierte Landschaft. Wer das übrigens auch verstanden hat, ist Bodo Ramelow, der ja eine tolle rot-rot-grüne Regierung anführt. Er sagt, auch in einem Interview jetzt vor ein paar Wochen, ungleiche Lebensverhältnisse sind im Übrigen kein reines Ost-West-Problem, sondern ein Problem benachteiligter Regionen insgesamt. Die gibt es im Osten und im Westen. Das ist der entscheidende Punkt. Und deswegen ist diese Höherwertung, wenn man die Rentenwerte Ost und West angeglichen hat, nicht mehr gerechtfertigt. Und ich finde, er gibt uns in dem Interview nochmal einen ganz interessanten Satz mit. Er sagt nämlich, Förderung darf keine Subvention des Abstands sein, sondern muss eine Investition in den Aufholprozess sein. Das heißt, es ist eine aktive, vorwärtsgerichtete Perspektive und Ihre Perspektive ist demgegenüber rückwärtsgerichtet. Und Sie versuchen mit einer Demütigungsrhetorik, die überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat, versuchen Sie, hier Leute aufzuwiegeln. Anders kann man das kaum sehen. Und diese Rhetorik ist auch faktisch in der Tat falsch. Jedes Jahr fließen rund 30 Milliarden Euro zusätzlich an ostdeutsche Rentnerinnen und Rentner über den Transfer von der westdeutschen in die ostdeutsche Rentenkasse. Das ist eine Tatsache, das ist eine Solidarleistung. Das ist seit vielen Jahren ist das so der Fall. Es ist auch gut und es ist okay. Das hört auch nicht auf, einfach weil die Ungleichheiten ja, auch wenn die Höherwertung nachher eines Tages nicht mehr da ist, sind ja immer noch Ungleichheiten ökonomischer Art und beim Beschäftigungsstand und so weiter da. So ist es ja nicht. Es ist nur so, finde ich, dass man das auch würdigen muss. Und mit Ihrer Demütigungsrhetorik, ziehen Sie diese Solidarleistung in den Dreck. Das finde ich nicht in Ordnung. Da steht, mir ruft gerade der Kollege Matthias Birkwald zu, es gäbe keine Demütigungsrhetorik, dann lesen Sie mal Ihren eigenen Antrag. Da steht der Satz drin, diese Demütigung muss aufhören. Das haben Sie selbst geschrieben. Ja? Behaupten Sie hier nicht, dass das Falsche vom Platz. Und der Punkt ist weiterhin, was hier auch schon genannt wurde, von Frau Schimke, der ich ja sonst selten zustimme, dass wir da, wo wir Regelungen haben, in den Tarifverträgen beispielsweise, bei den Löhnen die Ost-West-Angleichung quasi schon vollzogen haben. Und da kann man natürlich jammern und schimpfen und sagen, die Tarifbindung in Ostdeutschland ist zu niedrig. Und genau das stimmt auch, sie ist zu niedrig. Und deswegen brauchen wir eine erleichterte allgemeinverbindliche Erklärung von Tarifverträgen. Das wäre der richtige Weg. Und nicht irgendwie über die Rentenversicherung nachzutarocken. Ich bin dafür, wie Bodo Ramelow, dass man in den Aufholprozess, in den Aufbau investiert, anstatt Abstände rückwärtsgewandt zu subventionieren. Und ich glaube auch, nur so gewinnt man Wahlen in Ostdeutschland. Vielen Dank. Vielen Dank, Markus Kurt. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Ralf Kapschak. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer, ich habe mich vor ein paar Tagen zusammen mit Daniela Kolbe, Peter Weiß und Albert Weiler mit Vertretern von Männern und Frauen getroffen, die sich durch die deutsche Einheit in ihrer Altersversorgung benachteiligt fühlen. Menschen, deren Zusagen aus der DDR sich plötzlich in Luft aufgelöst haben,
Menschen, für die in der DDR andere Regeln galten als zur gleichen Zeit in Westdeutschland. Das sind ehemalige Reichsbahner, das sind in der DDR geschiedene Frauen, das sind Beschäftigte in der Chemieindustrie, ehemalige Leistungssportler und so weiter und so weiter. Das macht klar, ich glaube, das ist unbestritten. Auch 30 Jahre nach der deutschen Einheit gibt es noch eine Reihe von Problemen, auch bei der Rente. Aber klar ist auch, 30 Jahre nach der deutschen Einheit kann man auch sagen, wir haben eine Menge geschaffen und geschafft, auch bei der Rente. Und was die genannten Gruppen angeht, im November werden Bund und Länder einen Vorschlag machen, wie man da helfen kann. Das haben wir so im Koalitionsvertrag verabredet und dann machen wir das auch so. Und dafür brauchen wir keine Aufforderung von keiner Seite. Also es gibt ganz konkret etwas zu tun, allerdings allgemein von einer Benachteiligung der Menschen in den neuen Bundesländern zu reden, ist nicht nur falsch, sondern das ist auch politisch gefährlich. Denn diese Grundmelodie, und die findet sich eben auch im Antrag der Linken, die nutzt nur denen, die dieses Land spalten wollen. Und bei aller Kritik, das glaube ich bei euch nicht. Ich komme aus dem Ruhrgebiet und kann deshalb, glaube ich, ganz gut nachempfinden, was Strukturwandel bedeutet. Ich kann auch gut nachempfinden, welche Leistung die Menschen in den neuen Bundesländern nach der Wende vollbracht haben. Viele von ihnen mussten sich neu erfinden, den Beruf wechseln, mit Arbeitslosigkeit umgehen, die Heimat verlassen, weil keine Arbeit mehr da war. Und das sind Umbrüche, die auch heute noch dazu führen, dass die Renten und Löhne hinter dem Bestniveau liegen. Bestreitet ja niemand ernsthaft. Und es ist auch so, dass für einen Großteil der Bürgerinnen und Bürger im Osten die gesetzliche Rente das Haupteinkommen im Alter ist. Und deshalb ist es gut, dass spätestens ab 2025 die Renten in ganz Deutschland gleich berechnet werden. Nun sagt die Linke, Matthias hört zu, nun sagt die Linke, alles gut und schön, aber erstens geht es nicht schnell genug. Und zweitens gibt es nach wie vor erhebliche Unterschiede bei den Löhnen. Deshalb müsse es auf absehbare Zeit dabei bleiben, dass Rentenbeiträge im Osten anders, nämlich besser beurteilt und behandelt werden als im Westen. Das geht nicht. Deshalb werden wir auch euren Antrag ablehnen. Denn es gibt auch zwischen anderen Landesteilen und innerhalb von Landesteilen erhebliche Lohnunterschiede. Trotzdem kommt niemand auf die Idee, regional unterschiedliche Rentensysteme einzufordern. In Niederbayern hat uns der Straubinger Max ja in der Ausschusssitzung erzählt, oder in Schleswig-Holstein zum Beispiel. Ihre Forderung würde neue Ungerechtigkeiten schaffen, das wollen wir nicht. Gleiches Rentenrecht in Deutschland heißt gleiche Kriterien, gleiche Rentenwerte im ganzen Land. Die Unterschiede im Lohnniveau haben in erster Linie etwas mit Wirtschaftsstruktur, mit mangelnder Tarifbindung und niedrigen Löhnen zu tun. Wir sind überzeugt, dass gute Löhne, starke Tarifbindung und sichere Arbeitsplätze die beste Grundlage für eine gute Rente sind. Es ist natürlich richtig, dass eine gute Arbeitsmarktpolitik denjenigen nicht mehr hilft, die bereits in Rente sind oder kurz vor der Rente stehen. Deshalb streiten wir vehement für eine Grundrente, und zwar ohne eine Bedürftigkeitsprüfung, so wie wir sie von der Grundsicherung kennen. Das verstehen wir unter Anerkennung von Lebensleistung. Unsere Grundrente würde vielen Rentnern und vor allem Rentnerinnen in den neuen Bundesländern helfen, denn wer jahrelang gearbeitet hat, der muss das Gefühl haben, eine Rente zu bekommen, die er oder sie sich selber erarbeitet haben, und kein Almosen. Und das gilt überall, in Ost wie in West. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Ralf Kapschak. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Jürgen Pohl. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kollegen, Damen und Herren an den TV-Geräten. Thema heute Ost-West-Rente, eine Debatte für die etablierten Parteien, es eigentlich peinlich sein muss. Für unsere Mitmenschen im Osten ist sie entwürdigend, dass wir schon wieder dastehen und hier über die Ostrente diskutieren müssen. Gerade Sie hier im Parlament und in der Regierung haben es in den letzten 30 Jahren nicht für nötig gehalten, die bestehenden Ungerechtigkeiten abzubauen und zu beseitigen.
Sie haben zwar die Angleichung der Renten für das Jahr 2024 beschlossen, 34 Jahre nach der Wiedervereinigung und 6 Jahre länger als die Mauer stand. Andererseits schaffen Sie den Höherwertungsfaktor ab. Frau Kollegin Schimke, der Verdienstabstand besteht immer noch. Wir haben den Sachverhalt, dass wir in Berufsgruppen haben, dass Facharbeiter im Osten weniger verdienen als die Hilfsarbeiter im Westen. Und das heißt, ohne diesen Höherwertungsfaktor haben wir eine Armutsrente im Osten auf Dauer, eine Rente zweiter Klasse für Deutsche zweiter Klasse in Mitteldeutschland. Das werden wir kriegen. Es drängt sich allen der Eindruck auf, dass die Alten, vor allen Dingen die im Osten, von der Politik als überflüssiger Ballast angesehen werden. Und ich sage Ihnen, unsere Alten sind kein Kostenfaktor. Wir müssen endlich denen Achtung entgegenbringen, die dieses vereinte Land aufgebaut hat. Würde im Land, Würde im Alter lässt sich nicht mit Geld aufwiegen, das ist klar. Aber ohne Geld lässt sich auch nicht in Würde altern. Und das müssen Sie sich merken. Es muss in einem der reichsten Länder der Welt möglich sein, dass denen Respekt gezollt wird, die es auch verdienen. Wir führen erbärmliche Debatten wie arme Krämerseelen um ein paar Euro und wir schicken unsere Rentner zur Tafel. Gratulation! Ihre Argumentation, die Sie bringen, heißt, die Rentenkassen sind leer, das Geld ist knapp. Meine liebe Kollegen, das Geld ist nicht knapp. Es wird nur nicht richtig verteilt. Es kommt nicht bei denen an, die es verdient haben. Und ich kann Ihnen gerne sagen, wofür das Geld ausgegeben wird, was eigentlich unseren ostdeutschen Rentnern zusteht. Genau, bei der illegalen Einwanderung. Dort werden jedes Jahr auf neue Milliarden versenkt, die keinen erkennbaren Nutzen für unser Gemeinwohl bringen. Stattdessen führen wir Diskussionen über Kosten der Rentenangleichung, als ginge es hier irgendwie um Zuschüsse für einen Rentnertreff. Ich kann Ihnen versichern, liebe Kollegen, der Buhmann bei den Ostrentnern, das sind Sie schon lange. Wir haben für die Rentner ein Konzept vorgelegt, dass wir die Ungleichheiten bei der Rentenausgleichung mit einer Fondslösung ausgleichen. Liebe Rentner an den TV-Geräten, ich sage Ihnen eins, unisono jede Partei, von den Linken bis zu den Liberalen, haben diese gerechte Lösung abgelehnt. Und warum? Weil sie von uns kam? Nein, weil sie überhaupt kein Interesse haben, das Ostelend bei den Ostrentnern auszugleichen. Dankeschön. Nächster Redner, Frank Heinrich für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie von den Linken bemängeln regelmäßig, wie das auch Kollegin Kolbe gesagt hat, dass Rentenüberleitung nicht ausreichend sei und nicht sämtliche Besonderheiten des DDR-Unrechts abdeckt. Und es ist tatsächlich, als Herr Vogel geredet hat, ich habe laut genickt samt meiner Hände, als gesagt wurde, dass das tatsächlich verdächtig ist, dass das so kurz vor der Wahl ist. Und das sollten die Wählerinnen und Wähler in Thüringen auch wissen. Zumal Thüringen in der Statistik, was die Rente angeht, tatsächlich mit am besten abschneidet in diesem Bereich unserer Gesellschaft. Die Inhalte der heutigen Anträge haben wir schon öfter besprochen. Ihr Antrag von der AfD ist dazugekommen. Seit 92, und ich möchte noch mal diesen, ich habe das letzte Sitzungswoche gesagt, diesen Dreisprung machen, wo kommen wir her, wo stehen wir und wo gehen wir hin. Seit 92 war es immer wieder Gegenstand parlamentarischer Anträge und Anhörungen mit Sachverständigen. Und es ist nichts Neues dabei, nichts gravierend Neues. Im Ergebnis immer gleich. Forderungen nach Nachbesserung der Rentenüberleitung lassen sich aber nicht herleiten, wie unsere Gerichte höchstrichterlich, Bundessozialgericht, Bundesverfassungsgericht uns genannt haben. Und dann ist von unserer Seite immer wieder gesagt worden, einige Vorredner haben das auch gesagt, es ist eine Dankbarkeit für das Erreichte, was bisher ist. Meine Kollegin Schinke hat das gesagt. Da können wir doch bitte auch mal drüber reden. Das Erreichte seit 1990, immerhin feiern wir jetzt in mehreren Anlässen diese 30 Jahre. In der DDR erworbene Versicherungszeiten wurden mit Stichtag 1. Januar dieses Jahres 92, von mir genannt, in die gesamtdeutsche Rentenversicherung überführt.
Das Rentenüberleitungsgesetz sollte dafür sorgen, die Renten nach den gleichen Grundsätzen zu berechnen wie die Renten in den alten Bundesländern. Und dann waren da die 27 Zusatz- und 4 Versorgungssysteme. Ein sehr komplexes Mobile, wenn man sich das mal so vorstellen will, was dann ins Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz in die Rentenversicherung überführt wurde. Und dann gibt es jetzt dieses gleiche Renten- und Rentenrecht in Ost und West. Mit dem 17. Juli 2017 haben wir festgelegt, dass die Rentenwerte schrittweise bis spätestens 1. Juli, Sie haben es gerade genannt, Herr Pohl, 2024 vereinheitlicht werden und parallel dazu zum 1. Januar im Jahr darauf entfällt auch die Hochwertung. Ein sehr langwieriger, mathematisch komplexer Prozess, wie eben in so einem Mobile. Aber die Mathematik hat eben die zwei Anteile in dieser Gleichung. Nehmen wir die eine Hälfte der Seite weg, dann fällt der Konsens in sich zusammen. Nämlich die Abschaffung der Hochwertung der Löhne im Osten funktioniert nicht ohne die andere Seite. Neue Ungerechtigkeiten, sozialer Sprengstoff. Einer meiner Kollegen hat es gerade vorhin gesagt, wir können doch nicht dann erwarten, dass wir eine Mehrheit einschließlich der Kollegen von Ihnen aus dem Westen bekommen, wenn auf einmal neue Ungerechtigkeiten zu Ungunsten in bestimmten Teilen im Westen entstehen. Eine neue, enorme Steuerlast entsteht. Das nehmen Sie in Kauf, das ist doch das Einzige, was Ihnen dazu einfällt, was die Finanzierung, die Frage nach der Absicherung dazu angeht. Und natürlich, auch die Grünen haben das immer wieder formuliert, es gibt nicht nur den Ost-West-Unterschied, es gibt den Nord-Süd, es gibt den Stadt-Land-Unterschied und das lässt sich nicht einfach mit dieser Pauschalität beantworten. Die Rentenüberleitung war und ist eine großartige Leistung, wahrscheinlich die größte, nein, ich behaupte, die größte sozialpolitische Leistung der deutschen Einheit. Letzter Punkt, da möchte ich auf Ihren Antrag von der AfD kurz eingehen. Sie schlagen die Lösung vor, Sie haben das als mein Vorredner gerade gesagt. Sie wissen, dass wir auch bestimmte Härtefallgruppen als Union diskutiert haben, dass der Knackpunkt das Äquivalenzprinzip ist. Ihr Vorschlag ist allerdings sehr grob. Mit den Einmalzahlungen, da soll die Bemessungsgrundlage, die Betriebszugehörigkeit sein, pro Jahr mindestens 400 Euro, wie da drin steht. Und beispielhaft haben Sie 7 der Gruppen genannt, Sie reden immer von 17 Gruppen. Hochschullehrer, Ärzte, Ingenieure, Lehrer, Künstler und Wissenschaftler. Ausgerechnet die, das ist die Frage nach den Kriterien, was ist da letztlich der Rahmen? Ausgerechnet die Berufsgruppen, die im Regelfall bis jetzt schon nicht geringe Renten bekommen, auf die Ihr Antrag letztlich fußt. Der Eindruck wird erweckt, dass das wieder ein großzügiger Umgang mit Steuermitteln ist. Und das ist ähnlich wie bei den Linken. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frank Heinrich. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Gerald Ulrich. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen nach Hause, Ihr Haus steht in Flammen, Sie möchten mit Löschen beginnen, die Feuerwehr ist auch schon da, aber die Feuerwehr hält Sie fest, Sie müssen zuschauen, wie Ihr Haus abbrennt und hinterher kriegen Sie noch eine Rechnung von der Feuerwehr aufgemacht dafür, dass Sie zugucken durften. Genau das, meine Damen und Herren, genau das ist bei den Enteignungen in den 70er Jahren in der DDR passiert. Diese Gruppe von Menschen, die haben Sie noch nicht einmal angesprochen, wenn Sie 32 Gruppen bilden würden, diese Gruppe, die wäre nicht dabei, das garantiere ich Ihnen. Und dass es diese Gruppe gab, das ist der Grund dafür, dass im Herbst 1989 die Wirtschaft der DDR den Herztod erlitten hat und die Führung der DDR schon lange den Hirntod erlitten hatte. Das können Sie mir glauben. Die Sozialsysteme brachen zusammen wie ein Schneeballsystem, das keine neuen Nahrung mehr bekam, weil unser Geld auf der Welt nichts wert war. Der Einzige, der uns jemals einen Kredit gegeben hat, das war der Herr Strauß und dafür mussten wir Gott sei Dank unsere Selbstschussanlagen abbauen. Nochmal einen herzlichen Dank nach Bayern dafür. Und es ist doch heutzutage ein Treppenwitz der Geschichte, dass genau diejenige Nachfolgeorganisation von denjenigen, die für diese Misere verantwortlich ist und die diese leeren Versprechungen gemacht hat, heute von diesem Parlament erwartet, dass wir deren leeren Versprechungen erfüllen sollen. Beim besten Willen, meine Damen und Herren, das geht einen großen Schritt zu weit. Die Lebensleistung der DDR-Bürger, in der Tat, sie war groß und es ist immer wieder erstaunlich,
dass sie trotz und nicht wegen des alten DDR-Regimes überhaupt stattgefunden hat. Eine Lösung, die ich vorzuschlagen hätte, die hängt schon mit dem Härtefallfonds zusammen. Warum geben Sie uns nicht endlich die Kontonummern von Ihren alten SED-Genossen, auf denen Sie das SED-Vermögen bis heute noch verstecken? Das wäre mal ein guter Grundstock, den wir nehmen könnten, um den Härtefallfonds für die Leute, die es wirklich betrifft, aufzulegen und den Leuten auch im Härtefall zu helfen. Sie sind schuld für diese Härtefälle, meine Damen und Herren. Erstaunt bin ich über den Antrag der AfD. Herr Pohl, in Thüringen weiß man nichts von diesem Antrag, ganz ehrlich, weil der Höcke nämlich seinen Herrn Ausbeauftragt hat, ein völlig anderes Rentenkonzept, was 100% konträr zu ihrem ist, in die Welt zu setzen. Im Osten spielt die AfD schon lange keine Rolle mehr. Im Osten spielt der Flügel des Herrn Höcken eine Rolle. Und ich bin gespannt, wie Sie es auf die Reihe kriegen werden, welche Maßnahmen Sie in Zukunft noch hier in diesem Hause machen wollen, wenn der Herr Höcke erstmal Ihren Laden übernommen hat. Darauf freue ich mich schon. Das wird lustig. Das kann ich Ihnen garantieren. Sie wollen eine Fondsrente und der Herr Aust möchte gerne eine Staatsbürgerrente haben. Das sind die großen Unterschiede. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Danke, Gerald Ulrich. Nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Matthias W. Birkwald. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ja, Herr Vogel, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Rentnerinnen und Rentner gehören grundsätzlich zu den Gewinnern der deutschen Einheit. Trotz aller Fehler bei der Rentenüberleitung. Aber wer nach dem Mauerfall in Ostdeutschland geboren wurde, wird nach geltendem Recht auch in den nächsten 30 Jahren eine niedrigere Rente für die gleiche Lebensleistung erhalten. Und das ist ungerecht, das akzeptiert die Linke nicht. Union und SPD sagen ja, das läge an den niedrigen Löhnen. Genau. Und darum ist die Linke die einzige Fraktion im Deutschen Bundestag, die einen gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro fordert in Ost und West. Und wir Linken sind die einzige Fraktion im Deutschen Bundestag, die für ein Rentenniveau von 53% kämpft. Und die Linksfraktion ist die einzige Fraktion im Bundestag, die den Sumpf des Niedriglohnsektors vollständig austrocknen will. Und ja, die Linke ist die einzige Partei im Bundestag, die ostdeutsche Löhne bei der Rentenberechnung so lange weiter auf das westdeutsche Niveau umrechnen will, bis die Löhne in den neuen Bundesländern durchschnittlich genauso hoch sein werden wie in den alten Bundesländern. Meine Damen und Herren, 30 Jahre nach dem Mauerfall liegen die Löhne im Osten immer noch 17,9% unter denen im Westen. Und da sage ich, das ist inakzeptabel. Wir brauchen gleiche Löhne für gleiche und gleichwertige Arbeit und gleiche Renten für gleiche Lebensleistung. Oder kürzer, die Lohnmauer muss weg. Richtig, Rentenwerte in Ost und West anzugleichen ist ein großer Erfolg. Aber es gibt keinen Grund, die Umrechnung der Löhne bis 2025 auf Null zu setzen, wie Union und SPD das beschlossen haben. Denn in Ostdeutschland schuften doppelt so viele Menschen im Niedriglohnsektor wie in Westdeutschland. Und Sie sagen, mit der Umrechnung müsse jetzt Schluss sein, Frau Kolbe, denn sonst erhielte eine ostdeutsche Facharbeiterin mit 3.000 Euro Bruttolohn mehr Rente als eine westdeutsche Fachkraft mit 3.000 Euro Bruttolohn. Viele Menschen im Osten können von 3.000 Euro brutto nur träumen, meine Damen und Herren. In Wirklichkeit erhält die ostdeutsche Fachkraft mit einem vergleichbaren Lohn wie die westdeutsche nur 2.490 Euro brutto und eben nicht 3.000. Und das ist euer aller Rechenfehler, meine Damen und Herren. Solange das Bundesland in den alten Bundesländern mit dem niedrigsten durchschnittlichen Einkommen, das ist Schleswig-Holstein durchschnittlich, noch deutlich über dem neuen Bundesland mit den höchsten Durchschnittseinkommen, und das ist Sachsen, liegt, so lange brauchen wir noch die Umrechnung. Das ist der Westen, das ist der Osten, und deswegen ist es völlig richtig. Die Umrechnung ist eben keine Höherwertung, sie ist eben keine Hochwertung, sondern sie sorgt dafür, dass jemand in Erfurt 45
45 Jahre lang Haare schneidet, am Ende eine vergleichbare Rente erhält, wie jemand, die in meiner Heimatstadt Köln 45 Jahre lang Haare schneidet. Die Umrechnung ist ein hervorragendes Werkzeug, denn mit jedem Angleichungsschritt bei den Löhnen schmilzt sie ab. Sie löst sich von selbst auf, wenn Sie endlich Ihr Versprechen einhalten. Also, sie muss erhalten bleiben, so lange, bis sich was ändert in Dresden und im Eichsfeld. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Matthias W. Feldkalt. Nächster Redner, Albert Weiler für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne und vor den Bildschirmen. Ich danke Gott, dass ich hier an dieser Stelle etwas öffentlich sagen darf, was mir am Herzen liegt, auch wenn es in dem Falle nicht gänzlich direkt zum Thema gehört, aber dennoch werde ich es tun. Als ich vor etwa 3 Wochen an dieser Stelle eine Kippa getragen habe, war das ein klares Bekenntnis für das friedliche Zusammenleben mit unseren jüdischen Mitmenschen. Der fremdenfeindliche Anschlag in Halle hat leider gezeigt, dass Antisemitismus und Fremdenhass immer noch tiefe Wurzeln in Deutschland hat. Und lassen Sie mich bitte noch etwas zu dem all schon Gesagten sagen. Als Demokraten dürfen wir Fremdenfeindlichkeit keinen Fußbreit Platz lassen in Deutschland. Judenhass muss Aufklärung und Sensibilisierung in Deutschland noch konsequenter bekämpft werden. Und Strafen, meine Damen und Herren, reichen dazu nicht aus. Ich habe dazu alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten angeschrieben und appelliere hier nochmal, dieses Thema bereits in den Grundschulen und weiterführenden Schulen zum Pflichtinhalt zu machen und auch den Religionsunterricht nicht ausfallen zu lassen, wie das zum Beispiel in Thüringen gang und gäbe ist. Mein Sohn hat hier viele Jahre lang, hat hier viele Jahre lang keinen Religionsunterricht bekommen. Und ich bin überzeugt, dass wir eine Pflicht haben, die Kinder in Deutschland darüber aufzuklären und über das Judentum aufzuklären, aber auch über das Christentum, das aus dem Judentum erwachsen ist. Und ich hoffe, und damit will ich dann auch zum Thema kommen, sehr, dass wir uns gemeinsam dazu entschließen, den Hass in unserem Land und überall in der Welt zu stellen. Meine Damen und Herren, zum Thema. Seit vielen Jahren setze ich mich für diejenigen ein, die im Rahmen des Rentenüberleitungsgesetzes benachteiligt worden sind. Es war mir sehr wichtig und es ist mir auch gelungen, mit meinen Kollegen für Betroffene in der Grundsicherung eine Härtefallfondslösung im Koalitionsvertrag mit festzuhalten. Das ist jetzt auch mal adressiert an die AfD und an die Linken, die das jetzt, glaube ich, in etwa bestreiten. Dieser Härtefallfonds ist auf dem Weg. Und aktuell arbeitet eine Bund-Länder-Kommission diese Lösungsvorschläge für den Härtefall und die sollen auch in diesem Jahr vorgestellt werden. Bereits in dieser Woche habe ich gemeinsam mit den Kollegen Peter Weiß, Daniela Kolbe, Ralf Kapschak und Vertretern des runden Tisches zusammengesessen und wir haben diskutiert über Lösungsvorschläge. Und hier ist das rausgekommen, was auch hier bestritten wird von der Linken. Wir waren uns einig, dass die Anerkennung der Lebensleistung das Ziel sein soll und dass wir auch in der Lage sein sollen, dieses umzusetzen. Fest steht auch, dass sich die Bundesländer bei dieser Ausgestaltung des Härtefallfonds finanziell beteiligen müssen. Und damit nehme ich gerade auch die Landesregierungen mit der linken Beteiligung in die Pflicht, die an dieser Stelle zeigen können, dass es ihnen tatsächlich um das Wohl der Menschen geht, und nicht nur um Sozialpopulismus wegen der Thüringenwahl. Denn gerade Ihr Antrag ist ein bunter Mix von allgemeiner sozialpolitischer Forderung, die ohne Konzept, aber auch ohne Finanzierungsvorschlag aufgelistet werden und nichts anderes als realitätsferne Wahlversprechungen sind. Meine Damen und Herren, Ihr Plan ist so durchschaubar, dass hoffentlich niemand darauf hereinfallen wird. Die vorliegenden Anträge der Linken und der AfD zeigen, dass links und rechts sich eben nicht zu schade ist, rentenpolitische Fragen für eine Spaltung Deutschlands auszunutzen. Hier soll Jung gegen Alt
und Ost gegen West ausgespielt werden, das riecht förmlich nach einer Griechenland-Koalition von links und rechts. Das heißt, einer Koalition zwischen AfD und Linken. Meine Damen und Herren, ich bin sehr gespannt auf Thüringen. Ich bin sehr gespannt auf Thüringen. Meine Damen und Herren, bei diesem Spiel machen wir nicht mit. Wir wollen Verlässlichkeit und der Härtefallfonds wird bereits ausgearbeitet. Die Rentenangleichung ist schon lange beschlossen und deswegen lehnen wir Ihre Anträge ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Weiler. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Christoph Matschi. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Nachdem hier schon viele Argumente hin und her gegangen sind, will ich noch mal ein paar grundsätzliche Dinge sagen. Sowohl die Linke als auch die AfD versuchen hier den Eindruck zu erwecken, als seien sie die beiden Parteien, die für die Renteneinheit in Deutschland sorgen. Das ist komplett falsch, meine Damen und Herren. Die Rentenangleichung ist längst beschlossene Sache. Sie ist 2017 beschlossen worden, auf Drängen der SPD, aber gemeinsam in einer Koalition. Es ist auch kein Geheimnis, dass die SPD sich eine schnellere Angleichung gewünscht hätte. Wir hatten 2020 im Blick damals. Wir haben uns darauf nicht einigen können. Aber die Rentenangleichung läuft und die Rentnerinnen und Rentner im Osten Deutschlands bekommen jedes Jahr eine größere Rentenerhöhung als im Westen. Und dafür hat die SPD gemeinsam mit der Koalition gesorgt. Und man kann immer darüber lamentieren, so wie die Linke das wieder vorgeführt hat, was alles noch nicht geworden ist, und mit einem Stapel von Konzepten und Papieren winken. Aber am Ende zählt ja die Realität. Und für Sie will ich es vielleicht mal mit Brecht machen. Vielleicht verstehen Sie es dann. Von Brecht stammt der schöne Vers. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zum Essen. Bitte sehr, es macht ihn ein Geschwätz nicht satt. Das bringt kein Essen her. Und genauso ist das bei der Rente auch, meine sehr geehrten Damen und Herren. Am Ende, Herr Birkwald, am Ende kommt es doch nicht darauf an, wer den schönsten, aber unrealistischen Antrag stellt. Am Ende kommt es darauf an, dass die Rentnerinnen und Rentner mehr im Portemonnaie haben. Und dafür haben SPD und Union gemeinsam gesorgt. Und wir arbeiten an dem Thema weiter, denn jeder, der sich mit Rente beschäftigt, weiß, es gibt Sorgen. Es gibt Menschen mit sehr niedrigen Renten. Es gibt Menschen in den neuen Bundesländern, die sich ungerecht behandelt fühlen im Rentensystem. Deshalb gibt es eine Arbeitsgruppe. Bundesminister Heil hat sich dieses Themas angenommen. Frau Kolbe hat auch eben gerade schon etwas dazu gesagt. Da wird es in Kürze Vorschläge geben, wie wir mit diesen offenen Fragen umgehen. Und dann können wir das inhaltlich diskutieren. Was mir und der SPD aber noch wichtiger ist, ist die Tatsache, dass es sehr viele Menschen gibt, die nur über sehr niedrige Renten verfügen. Und das ist besonders ein Problem, was im Osten Deutschlands auftritt, weil hier in den 90er Jahren, auch in den 2000er Jahren, die Löhne deutlich niedriger waren, weil Menschen oft arbeitslos waren, in Maßnahmen waren und deswegen nur niedrige Rentenansprüche bekommen. Und deshalb ist es uns wichtig, dass wir im Rentensystem diese niedrigen Renten aufwerten. Wir wollen die Grundrente, und zwar ohne Bedürftigkeitsprüfung. Und ich bin sicher, wir werden bei der Grundrente auch etwas hinbekommen gemeinsam. Und da geht es nicht um Almosen und deshalb keine Bedürftigkeitsprüfung, sondern hier geht es um erworbene Rentenansprüche, die nur deshalb niedriger sind, weil die Verdienste niedriger waren und die aufgewertet werden sollen. Und wenn wir dann, und ich hoffe, wir bekommen mit CDU und CSU am Ende eine gemeinsame Regelung hin, von der möglichst viele Menschen profitieren. Ich verstehe, werte Kolleginnen und Kollegen, bis heute nicht, warum Sie die Zahl derjenigen, die davon profitieren können, so sehr eingrenzen wollen. Es sind Millionen von Rentnerinnen und Rentnern, die diese Aufstockung brauchen, die die Grundrente brauchen. Und deshalb lassen Sie uns endlich einen vernünftigen Kompromiss machen, und zwar ohne Bedürftigkeitsprüfung. Am Ende aber, und damit komme ich zum Schluss, am Ende aber werden wahrscheinlich, wenn wir eine Lösung hinbekommen haben, die Linken und vielleicht auch die AfD dann widerrufen, das ist alles viel zu wenig, das reicht nicht aus.
Was mich dann aber interessiert, und das wird so sein, dass viele Menschen mehr Geld im Portemonnaie haben, denn darum geht es. Nicht besser reden, besser machen, Herr Kollege. Vielen Dank, Christoph Matschi. Und der letzte Redner in dieser sehr lebendigen Debatte, Max Straubinger für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, wir bringen ja heute wieder einen Abschluss zustande zu einer Debatte, die ja wir jedes Jahr oder vielleicht sogar jedes halbe Jahr führen, ob der immerwährenden Anträge der linken Fraktion jetzt gepaart und zusätzlich noch mit untermauert von der AfD-Fraktion. Also das zeigt sich, links und rechts haben die gleiche Qualität sozusagen, nämlich dahingehend zu urteilen bzw. zu polemisieren, um die Unzufriedenheit mancher Menschen hier letztendlich als Politik mit darstellen zu wollen. Und deshalb ist es zuerst festzustellen, am Ende dieser Debatte, die Rentenüberleitung ist ein großer Erfolg für die Menschen in Ostdeutschland. Denn sie hat ihnen neben der Freiheit, die sie mit der Wiedervereinigung erlangt haben, natürlich dann auch eine verlässliche Rente gegeben, nämlich eine verlässliche Rente, wo sich die Rentnerinnen und Rentner auch etwas leisten konnten gegenüber früheren Ostmarkrenten, wo möglicherweise also das persönliche Lebensgefühl nicht ganz so großartigst hier auch mit dann also untermauert werden konnte. Also das ist ja der große Gewinn für die ältere Generation in Osten Deutschlands, verehrte Damen und Herren. Und das Zweite ist, dass es natürlich mit der Rentenüberleitung darum ging, entsprechend auch Beitragsleistungen zugrunde zu legen, wie es nach westdeutschem Recht mit war, und dies auch mit zu bewerten. Und nicht irgendwelche imaginären sonstigen Vorstellungen oder Versprechungen, die auch im DDR-Rentenrecht nicht mit Beitragsleistungen untermauert waren, sondern aufgrund verschwimmender Vereinbarungen mitgetroffen worden sind. Und das kann ja nicht eine Grundlage sein, hier mit dies auch dann in ein neues Rentenrecht mitzugeben. Und das bedeutet letztendlich, dass die Rentenüberleitung auch unter gerichtlichen Überprüfungsgesichtspunkten als Rechtensersatz hier mit anerkannt worden ist. Vielleicht für manche nicht ausreichend genug, das mag ich mit zugestehen. Allerdings, ich möchte durchaus sagen, bevor dass es in Westdeutschland einen Rentenausgleich für geschiedene Frauen gab, die kann man auch im Nachhinein, haben wir das nicht mehr ausgeglichen. Das muss man hier leider Gottes auch so feststellen. Also das haben wir, ich muss feststellen, wir haben in Ostdeutschland wie in Westdeutschland letztendlich die gleiche Ungerechtigkeit. Und das kannst du dann so nicht ausgleichen. Also das muss man vielleicht auch dementsprechend mit darstellen, dass das der Rechtsentwicklung des Empfindens der Menschen hier auch mit geschuldet ist, wo Rechtsentwicklung sich dann positiv für dann die betroffenen Beteiligten auch mit ausgewirkt hat. Das sollte man hier natürlich auch mit anerkennen. Ich bin aber schon überrascht, einmal auch über den Antrag der AfD, die ja bisher überhaupt keine Rentenpolitik sich einigen konnte. Die einen, die wollen nur noch ein Kapitalsystem, andere wollen alles nur verstaatlicht haben. Also die sollten sich überhaupt zuerst einmal Gedanken machen, was sie tatsächlich in der Rentenpolitik machen. Und deshalb ist das alles völlig unzureichend, was hier auch mit getätigt wird. Und ein letztes noch. Die Kollegen der SPD, die haben beide, der Herr Kapsack, auch der Herr Matschi, jetzt eine Grundrente, und zwar in höchstmöglichster Form offensichtlich, hier das Wort geredet. Denn wenn die Frau Kollegin Schimke dargestellt hat, dass die Renten in Ostdeutschland bei den Männern wie bei den Frauen durchschnittlich höher sind wie die Renten in Westdeutschland. Und das begründet wird dann eine Grundrente, die soll besonders den Menschen im Osten Hilfestellung geben. Ja, wie hoch soll denn dann hinterher die Grundrente sein? Das muss ich die Kollegen fragen. Und da muss ich sagen, Sie stellen Erwartungen in den Raum, die in keinster Weise erfüllbar sind. Und das ist letztendlich hier dies auch mit zu bemängeln. Und da halte ich sehr fest, was wir im Koalitionsvertrag hier niedergelegt haben, nämlich die Menschen,
die 35 Jahre und mehr eingezahlt haben, dass die, wenn sie auf Grundsicherungsbedarf angewiesen sind, dann 10% mehr erhalten sollen. Das ist unsere Vereinbarung. Die können wir morgen umsetzen. Dann wird auch die Lebensleistung derer, die langjährigst eingezahlt haben, letztendlich dann auch belohnt werden. Und da bitte ich unseren Koalitionspartner, dies sehr schnell mit zu erledigen. Dann haben wir auch diesen Teil der Koalitionsvereinbarung umgesetzt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Max Schraubinger. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales auf Drucksache 19/4117. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 10/285 mit dem Titel Renteneinheit herstellen, Ostrenten umgehend an das Westniveau angleichen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen der SPD, CDU, CSU, FDP, Bündnis 90, die Grünen. Dagegen gestimmt hat die Fraktion Die Linke und enthalten hat sich die Fraktion der AfD. Unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 19/781 mit dem Titel DDR-Renten bewilligen, ostdeutsche Lebensleistungen anerkennen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dankeschön. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen von SPD, CDU, CSU, FDP, Bündnis 90, die Grünen. Gegengestimmt hat die Fraktion Die Linke und enthalten hat sich die Fraktion der AfD. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19/4073 an den Ausschuss für Arbeit und Soziales vorgeschlagen. Sind Sie mit diesem Überweisungsvorschlag einverstanden? Das ist der Fall. Dann verfahren wir so weiter. So, und ich bitte zwischendurch mal um Ihre Aufmerksamkeit, weil wir noch eine ganze Menge abzustimmen haben. Und Sie wollen ja wissen, worüber Sie abstimmen. Davon gehe ich jetzt erstmal aus. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 36a bis 36.